So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Meine Gummitierchensammlung, die wird immer größer und größer. Und da letzte Mal das Video Tentakel und Co., die neuen von De Augustini, so gut bei euch angekommen sind, habe ich mir gedacht, öffne ich heute mal wieder 4 Tütchen. Der De Augustini Tentakel und Co. Ah, das kann ja wenigstens De Augustini. Alles andere lassen wir lieber sein. Und ihr seht ja schon, letztes Mal hatte ich schon ein paar interessante Tentakel drinne gehabt. Der hier besonders. Aber sonst wirklich nicht schlecht. Jetzt habe ich hier 2 Tüten, die etwas dicker sind und 2 Tüten, die etwas dünner sind. Also, machen wir es jetzt so auf. Erst eine dünne. Dann eine dicke und immer so abwechselnd. So, das erste Tütchen muss ich aber leider, nehme ich das hier, unten aufschneiden, nicht aufreißen, weil ich brauche für dieses Video natürlich noch ein Titelbild. Und dann mache ich das immer was Heiles an Verpackung, das kennt ihr ja, fotografiere es ab und das ist dann bei mir das Titelbild immer meiner Videos. Auch von alles andere. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns natürlich jetzt mal an, welchen Tentakel ich drin habe und hoffentlich keinen doppelten. Ah, ihr seht schon, yay, ich kann mich freuen. Jawohl, oh nee, das ist doch ein etwas anderer. Der von letztem Mal sieht so aus, der hat nur 4. Kann man Finger noch runterstecken, den nicht, der hat nur noch was drin. Also, mein erstes Tentakeltierchen. Jetzt machen wir ein dickes Tütchen auf. Jetzt können wir natürlich wieder einfach aufreißen. Guck mal, wie der aussieht. Richtig grimmig. Wisst ihr, woran der mich erinnert? An Grobi? Ja, einige von euch werden wohl wissen, wem ich meine. Der sieht doch aus wie Grobi. Und das ist eine Mülltonne. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns das Tierchen mal an, wie es aussieht. Und... der könnte aber auch mal zum Friseur, aber leider sind die ja zurzeit zu. Aber auf dem Finger kann er. Rote Augen. Ah, die Friese. Die hätte man jetzt noch so ins. Aber sieht eher aus wie ein Pinsel. Ohne Stiel. Aber egal, ist trotzdem witzig. Stehen tut der komische Kaktus auch. Dann kippt er um. Also, wie gesagt, das zweite Tentakeltierchen. Kommen wir jetzt zum dritten. Ach, das sieht man jetzt schon. Hole ich ihn raus. Und schaut mal. Tada, den habe ich schon. Auch in einer anderen Farbe. Mein drittes Tierchen für heute. So, und hier ist es nun. Das vierte und letzte Tentakel und Co. von De Augustini Tütchen. Ich hoffe natürlich jetzt, dass ich keinen doppelten habe, aber nichtsdestotrotz, wer Lust auf diese Tiere hat, ich versuche natürlich immer unter ein Video, wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt. Sicher und bequem ist es immer. Günstiger müsst ihr selber schauen. Teilweise sind es günstiger, teilweise etwas teurer, aber ihr kennt das ja. Aber nichtsdestotrotz, das Tütchen liegt bei 2,50 Euro. Also, wenn es günstiger ist, was ich verlinke oder ab und zu mal ein bisschen teurer, müsst ihr selber mal schauen, ob es passt. Wie gesagt, mein letztes Tütchen, Tentakel und Co. von De Augustini. Das können Sie ja wenigstens. So, und ich hoffe natürlich jetzt, dass ich keinen Doppelten ziehe. Hole ich mal wieder die Beschreibung. Die Beschreibung. Nee, ich habe ein dummes Gefühl. Ich packe mal eben nach links. Ich habe ein dummes Gefühl. Und da. Jawohl. Ja, habe ich jetzt auch doppelt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Jetzt packe ich mal. Der ist natürlich bis jetzt der coolste. Gehört auch nicht da rein. Der gehört nicht in die De Augustini-Serie. Das dazu.
Aber ich habe ihn dabei gepackt. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir natürlich jetzt alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Sammelt ihr sie selber? Habt ihr schon alle? Und der gehört nicht dazu. Ich habe den bloß dabei gelegt, weil er mir gefallen hat. Der gehört in irgendein Kindermagazin. Ein Bekannter hat mir den immer geschenkt und den, seitdem habe ich den. Weil die wissen, meine Gummitierchen sammeln. Aber nichtsdestotrotz. Unter dem Video verlinke ich, wo ihr sicher und bequem bestellen könnt. Ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare darüber, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr schon welche habt. All das könnt ihr. Und das Wichtigste ist sowieso zurzeit, bleibt auf jeden Fall gesund, ihr und eure Familien. Und ich sage wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.